In diesem Video schauen wir uns Wärmestrahlung an und das untersuchen wir mit Hilfe eines Leslie-Würfels. Wie immer etwas Geschichte, natürlich mit dem Herrn Leslie, genauer gesagt Sir John Leslie, war ein schottischer Mathematiker und Physiker und hat Untersuchungen zur Wärmeübertragung bzw. Wärmestrom durchgeführt. Gut, Wärmeübertragung, da gibt es insgesamt drei Möglichkeiten. Das ist natürlich, ja, klar, die Wärmestrahlung, aber auch Konvektion und Wärmeleitung. Die Wärmestrahlung ist eine elektromagnetische Strahlung und wie eben schon gesagt, die Emission und Absorption von Wärmestrahlung ist halt ein Weg der Übertragung von Wärme. Emission heißt dabei das Abgeben. Und Absorption heißt dabei das Aufnehmen von Wärmestrahlung. Das Besondere daran ist, im Vakuum, also zum Beispiel im Weltall, wo so quasi Vakuum herrscht, da ist es die einzige Möglichkeit, Wärme zu übertragen. Auf diese Art und Weise kommt ja auch die Wärmestrahlung von der Sonne zu uns auf die Erde. Wärmestrahlung wird von allen Festkörpern, Flüssigkeiten, Gasen emittiert, also abgegeben und absorbiert, also aufgenommen. In diesem Experiment schauen wir uns einen Leslie-Würfel an. Dieser Leslie-Würfel ist ein Würfel aus Aluminium, der ist innen hohl und hier guckt das Thermometer raus. Hier habe ich schon heißes Wasser eingefüllt mit einer Temperatur von etwa 65 Grad. Der Leslie-Würfel hat die Aluminiumseite normal. Hier ist sie schwarz angemalt, hier ist sie verspiegelt und hier ist sie weiß. Wenn ich jetzt hergehe und sind jetzt genau 65 Grad, das Thermometer hier rausnehme, müsste ich erwarten, dass alle vier Seiten gleich heiß sind. Und wenn ich hier drauf fasse, merkt man auch schon, der ist schon sehr warm. 65 Grad ist ja schon ein bisschen was. So, jetzt gehe ich aber her. Hier habe ich ein Infrarotthermometer. Das misst die Infrarotstrahlung, die dieser Leslie-Würfel, also die Wärmestrahlung, die der Leslie-Würfel abgibt. Jetzt messe ich die Aluminiumseite und messe überraschenderweise 30 Grad. Die schwarze Seite schlägt mit 66 Grad zu Buche. Die verspiegelte Seite mit 28 Grad. Und die weiße Seite mit 66 Grad. Schauen wir uns den Leslie-Würfel nochmal mit Hilfe einer Wärmebildkamera an. Und die linken Bilder gehören immer zusammen, die rechten. Und man sieht eigentlich auch da sehr deutlich, dass die schwarze und die weiße Seite sehr gut die Wärmestrahlung emittiert, also abgibt. Dazu schauen wir uns die Physik dahinter an. Und zwar ist das ein deutscher Physiker, Gustav Robert Kirchhoff, hat sich um die Elektrizität verdient gemacht. Und das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz besagt, je besser eine Oberfläche Strahlung aufnimmt, also absorbiert, desto besser gibt sie auch Strahlung wieder ab, also emittiert. Und wenn wir das jetzt uns beim Leslie-Würfel angucken, dann war es ja so, die schwarze und die weiße Seite. Ich habe hier das Bild nochmal zur Erinnerung. Die haben ja sehr gut die Strahlung emittiert und damit natürlich tun sie dies auch sehr absorbiert. Ja, jetzt wird man natürlich sagen, Moment mal, weiß habe ich doch irgendwann mal gelernt, das reflektiert Licht sehr gut und schwarz, ja, absorbiert mehr das Licht. Ja, es geht aber nicht um Licht, sondern um Wärmestrahlung. Und daher machen die das sehr gut. Die verspiegelte Seite, die reflektiert wirklich jetzt alles.
Das heißt, sie emittiert besonders schlecht. Und die matte Seide, die reflektiert auch besonders gut, nur diffus. Das heißt, diese emittiert auch schlecht.